Ja, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, aber vor allem auch ein herzliches Willkommen an all diejenigen, die am Bildschirm zu Hause sitzen oder in der Arbeit oder vielleicht auch irgendwo im Urlaub. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der aktuellen Lage zu Corona hier in der Stadt Augsburg. Ich möchte Ihnen gerne einen Überblick geben über das, was uns in der Stadtverwaltung gerade beschäftigt, angefangen, wie gesagt, von der aktuellen Lage über das Thema Krisenmanagement, Krisenkommunikation bis tatsächlich hin auch dann zu den Maßnahmen, die jetzt gegebenenfalls dann auch in der Pipeline sind, um ergriffen zu werden. Ich möchte ein bisschen plakativ starten mit folgendem Satz. Alle wissen, dass wir eine Krise haben, aber niemand will wahrhaben, dass wir eine Krise haben. Das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber die Wahrnehmung der Bevölkerung in den letzten Wochen war entspannt. Durch die Lockerungen sind für sehr viele fast alle Einschränkungen weggefallen und für viele ist fast die komplette Normalität wiederhergestellt. Aber das Virus ist eben nach wie vor präsent und seit Mitte August beobachten wir wieder steigende Fallzahlen in Augsburg. Aktuell sind viele jüngere Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer mit vergleichsweise milden Verläufen betroffen. Aber in den vergangenen Monaten haben wir eben auch lernen müssen, dass sich das schnell ändern kann. Für uns alle gilt es eben jetzt, gemeinsam eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, um Risikogruppen und die gesamte Augsburger Stadtgesellschaft zu schützen und weitere und dann eben auch für alle einschneidende Maßnahmen zu verhindern. Insgesamt werden in Augsburg bisher 748 Infektionen mit dem Coronavirus gezählt. 616 Personen sind genesen, 116 Personen sind aktuell erkrankt und 16 Personen sind leider verstorben. Zurzeit wird kein Augsburger, keine Augsburgerin stationär behandelt. Im Universitätsklinikum sind momentan 3 Patientinnen und Patienten verzeichnet, die allerdings keine Augsburgerinnen oder Augsburger sind. In den vergangenen 7 Tagen konnten wir in der Stadt Augsburg 98 Neuinfektionen vermelden und es entspricht 32,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Und diese 7-Tages-Indizes ist in den letzten Tagen und Wochen in Augsburg stetig gestiegen. Gestern waren wir knapp unter dem Signalwert von 35. Mit weiteren Fällen ist zu rechnen und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und wir gehen auch davon aus, dass der Signalwert in den kommenden Tagen überschritten wird. Ein Hinweis an dieser Stelle, alleine der Signalwert oder der Schwellenwert, also der Signalwert liegt bei 35 pro 100.000, der Schwellenwert bei 50 pro 100.000. Diese beiden Werte, die sind lediglich ein Indiz, sich die Zahlen und Fälle genauer anzuschauen. Sind die Fälle gut nachverfolgbar und können Infektionsketten wirksam unterbrochen werden? So schätzt das Gesundheitsamt die Gesamtlage als beherrschbar ein. Und das kann sich aber natürlich sehr, sehr schnell ändern, wenn Infizierte nicht nachvollziehbare Kontakte produzieren, also beispielsweise, wenn jemand positiv getestet ist, nicht zu Hause bleibt, sondern auf eine Party geht, auf eine Familienfeier oder sich im öffentlichen Raum bewegt und dann eben Kettenansteckungen stattfinden. Die Neuinfektionen sind in Augsburg zurzeit vor allem auf Reiserückkehrende zurückzuführen. Das sind touristische Reisen, es sind aber auch Heimatbesuche, vor allem nach Südosteuropa und Südeuropa. Und vereinzelt haben eben diese Reiserückkehrenden auch Kontaktpersonen im familiären und häuslichen Umfeld angesteckt. Sonstige Auffälligkeiten im Infektionsgeschehen sind derzeit nicht festzustellen, aber wie gesagt, das kann sich sehr schnell ändern. Und es treten aber auch nach wie vor und immer wieder Fälle auf, bei denen das Gesundheitsamt eben den Infektionsort nicht ermitteln kann. Es bleibt festzuhalten, dass man sich eben nicht nur im Ausland mit dem Coronavirus anstecken kann, sondern dass eine Ansteckung auch in Augsburg, in Bayern und in Deutschland jederzeit möglich ist. Soweit zur Lage in Augsburg. Ein paar Worte zum Thema Krisenmanagement. Auch wenn es in den letzten Wochen ruhiger war,
Das Krisenmanagement für uns als Stadtverwaltung hat seit Anfang März nie aufgehört. Unser Gesundheitsamt ist jeden Tag im Einsatz, um Infektionsketten zu unterbrechen, Kontaktpersonen zu ermitteln und nötige Infektionsschutzmaßnahmen umzusetzen. Und die Strukturen, die wir während der ersten Welle im Frühjahr aufgebaut haben und die damals geplant wurden, wurden jetzt eben verfestigt und können nun reaktiviert werden. Die Maßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung werden hochgefahren und an die jeweiligen Entwicklungen und Vorgaben der Staats- und Bundesregierung angepasst. Es ist eine referatsübergreifende Koordinierungsgruppe Corona-Pandemie eingerichtet, deren Aufgabe war es vor allem in den letzten Wochen, eine regionale Pandemieplanung zu erarbeiten für den Fall des Übersteigens des Signal- bzw. des Schwellenwertes, also genau Maßnahmen herauszuarbeiten, was wir denn an Lockerungen einzelfallspezifisch auch zurücknehmen müssten, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das Gesundheitsamt ist personell verstärkt worden. Es wurde neues Personal eingestellt. Weiteres Personal wird momentan gesucht. Und außerdem wird auch Stammpersonal aus der Stadtverwaltung der Stadt Augsburg außerhalb des Gesundheitsamtes geschult, um eben das Gesundheitsamt bei steigenden Fallzahlen auch gut unterstützen zu können. Allerdings haben wir auch feststellen müssen, dass die eigentlichen Aufgaben des Gesundheitsamtes in den letzten Monaten heruntergefahren werden mussten, einfach aufgrund dessen, dass die Personalkapazitäten nicht ausgereicht haben und wir Prioritäten setzen mussten. Aber auch daran arbeiten wir, damit eben das normale Beratungsangebot und das normale Arbeiten des Gesundheitsamtes nicht weiter beeinträchtigt wird. Beratungen vor allem finden nach wie vor statt. Auch die Präventionsprojekte oder die Gesundheitsregion Plus verrichtet weiterhin ihre Arbeit. Aber wie gesagt, die Arbeit in diesen Projekten ist derzeit reduziert. Und auch die Krisenkommunikation hat in den letzten Wochen und Monaten nie aufgehört. Wir als Stadt vermelden ja täglich die Neuinfektionen. Wir haben Informationskampagnen für den öffentlichen Raum erarbeitet und umgesetzt. Und wir informieren regelmäßig über augsburg.de und die sozialen Medien über alles, was rund um das Coronavirus in unserer Stadt sich auch tut. Wenn Sie unsere Kanäle auf Instagram oder Facebook abonniert haben, dann werden Sie sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen unserer Kommunikationsabteilung ganz regelmäßig eben auf die AHA-Regeln, auf Abstand halten, Hygiene und Alltagsmasken hinweisen. Und das, glaube ich, auf eine sehr charmante, gute Art. Es ist keine Zeigefingerkommunikation, aber eine deutliche Kommunikation, was denn auch entsprechend notwendig ist. Sie alle haben in den letzten Wochen die Diskussion zum Thema bayerische Teststrategie sicher mitbekommen. Unser Ziel als Stadt Augsburg ist es, noch Anfang September allen Augsburgerinnen und Augsburgern die Möglichkeit zu geben, sich in unserem Testzentrum auch wieder auf das Coronavirus testen zu lassen. Wir in der Stadt Augsburg sind ja in einer guten Lage, dass wir dieses Testzentrum seit vielen Monaten am Laufen haben. Das ist anders in anderen kreisfreien Städten oder Landkreisen. Unser Testzentrum ist seit dem 7. März im Betrieb und seit dem 2. Juli werden eben an diesem lokalen Testzentrum, das ja bei der Messe Augsburg beheimatet ist, nur noch benachrichtigte Kontaktpersonen bestätigter Coronavirus-Fälle getestet. Die KVB hat seitdem ja über ihre niedergelassenen Ärzte getestet, also das Testzentrum an der Messe war eine Einrichtung unseres Gesundheitsamtes. Und jetzt zu dieser breiten bayerischen Teststrategie sind wir gerade dabei, einen Dienstleister zu finden, der eben dieses Testzentrum auch betreibt. Und dazu werden wir in einem verkürzten und nicht öffentlichen Ausschreibeverfahren gezielt auf die arge Bevölkerungsschutz zugehen, die für uns dieses Testzentrum auch betreiben soll. Und angestrebt ist es eben Anfang September, dieses Testzentrum für alle auch entsprechend zu öffnen. Die entsprechenden Mietverträge mit der Messe sind bereits geschlossen worden und wir können da dann, das ist der Plan, 600 bis 900 Tests pro Tag durchführen. Warum 600 bis 900 Tests? Das ist die Vorgabe der Bayerischen Staatsregierung, die gesagt hat, 2 bis 3 Promille der Bevölkerung sollen dort eben auch entsprechend abgebildet werden können. Wichtig für alle Eltern ist ja die Frage, wie geht es eigentlich jetzt mit dem Schulbeginn weiter? Bis auf Weiteres gilt,
dass die Schulen ihren Regelbetrieb im September unter Einhaltung der Hygienekonzepte wieder aufnehmen. Das ist alles unter dem Vorbehalt, dass die bayerische Staatsregierung das auch noch einmal so bestätigt. Es wird hierzu am 1.9. nochmals entsprechende Hinweise vom Kultusministerium geben. Der Ministerpräsident hat gestern in einer Telefonkonferenz, wo die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der großen bayerischen Städte zugeschaltet waren, auch noch mal betont, dass er nächste Woche noch mal mit der Schulfamilie auch sprechen wird, um noch mal das Thema anzusprechen, wie der Schulbetrieb denn ordnungsgemäß auch aufgenommen werden kann. Mir ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir als Stadt die Bildungseinrichtungen, aber vor allem auch die Familien bestmöglich unterstützen wollen. Ich weiß, was für eine Herausforderung es war für viele Familien, das Homeschooling und dann irgendwann die wechselnde Beschulung tatsächlich auch unter einen Hut zu bringen mit Kinderbetreuung, mit dem eigenen Arbeitsplatz. Und wir sind da wirklich mit allem, was wir können und geben können, auch dran, dass eben wir diesen Regelbetrieb so gut wie es geht eben wieder aufnehmen wollen, um eben auch die Familien zu entlasten. Ab nächster Woche möchten wir oder werden wir auf augsburg.de aktuelle Informationen für Eltern, aber auch für Leitungen von Schulen und Kitas auf augsburg.de zur Verfügung stellen und eben auch laufend aktualisieren. Ich denke, dass sich da einfach auch eine sehr lageelastische Beurteilung ergeben wird, in dem, was wir auch vom Freistaat, vom Kultusministerium entsprechend auch vorgelegt bekommen. Und über augsburg.de werden wir, wie gesagt, alle Betroffenen auch zeitnah immer informieren. Natürlich wird es auch dazu weitere Presseinformationen geben. Noch ein Wort vielleicht grundsätzlich zu der Unterstützung von Familien im Rahmen des Themas Bildung. Wir möchten mit verschiedenen Aktionen und Projekten eben nicht nur unsere Augsburger Schulen und Kitas und eben Familien unterstützen. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Beispiele. Wir haben einen runden Tisch mit Gesundheitsamt, Kitas und Schulen, um eben vor allem auch das Thema der Hygienekonzepte dort zu besprechen. Wir hatten einen Ferienunterricht in der Kresslismühle, vor allem zur Unterstützung sozial schwacher Familien bei Kindern, eben die durch dieses Homeschooling nicht mitgekommen sind, damit dort eben auch nochmal der Lernerfolg nachgeholt werden kann. Wir sind gerade auch dabei, Schulpatenschaften zu Unternehmen zu organisieren, damit sie uns beim Thema Digitalisierung unterstützen. Da gibt es viele Unternehmen, die auch von sich auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir würden uns hier gerne auch bereit erklären, da Unterstützungsleistungen zu bieten. Und das hatten wir ja schon vor der Sommerpause auch in den entsprechenden städtischen Gremien. Es gibt ja das Sonderprogramm Digitale Leihgeräte, gerade für sozial schwächere Schülerinnen und Schüler. Diese digitalen Leihgeräte mussten europaweit ausgeschrieben werden. Es geht hier um ein Volumen von 1,6 Millionen Euro. Und nach momentanem Stand gehen wir davon aus, dass wir im November diese Geräte dann zur Verfügung haben werden. Eine große Frage ist ja immer, wie wir als Stadt mit Veranstaltungen umgehen. Da ist ja jetzt am Wochenende der Stadtsommer auf dem Plärrer in Vorbereitung, aber natürlich auch Duld- und Christkindlesmarkt sind Themen, die immer wieder auch angesprochen werden. Und Sie haben vielleicht heute auch schon gesehen, dass ja heute oder jetzt parallel die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten tagen, um eben auch festzulegen, wie es denn eigentlich weitergeht mit dem Coronavirus und den entsprechenden Maßnahmen. Und es ist ja auch schon über den Ticker gegangen, dass die Bundeskanzlerin überlegt, dass Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten werden. Wir haben momentan die Situation, dass Großveranstaltungen bis 31.10. verboten sind, außer es gibt eben entsprechende Hygienekonzepte und entsprechende organisatorische Handreichungen, dass eben solche Veranstaltungen auch stattfinden können. Und das ist eben genau die Grundlage gewesen, warum wir eben dezentrale Konzepte für die Stadt Augsburg auch schon in den vergangenen Wochen initiiert haben, weil mit dezentralen Veranstaltungen, mit viel Platz, auch an der frischen Luft, mit entsprechenden Hygienekonzepten waren eben Dinge durchaus möglich. Trotzdem, und das möchte ich ganz ausdrücklich betonen, der Gesundheitsschutz steht weiterhin an erster Stelle.
Und abhängig von den Entwicklungen der Infektionszahlen kann es eben trotz aller Maßnahmen und Planungen dazu kommen, dass eben Veranstaltungen wie der Stadtsommer auf dem Plärrer, die Duld oder auch der Christkindlesmarkt weiter eingeschränkt, verschoben oder auch abgesagt werden müssen. Und das kann auch sehr kurzfristig passieren. Da kommt es einfach darauf an, wie die Gesamtentwicklung auch dazu ist. Wir haben nach wie vor die Haltung, dass wir eben den Gesundheitsschutz prioritär beachten wollen, aber eben Freiheiten auch nicht abwürgen wollen. Und das war ja eben genau auch die Haltung, warum es in den vergangenen Wochen auch viele Veranstaltungen gegeben hat und warum wir vor allem auch mit den Schaustellern und den Marktkaufleuten das Konzept für die dezentralen Stände in der Stadt und die Fahrgeschäfte auch zum Beispiel in Lechhausen oder in Göggingen erarbeitet haben und wie auch das Konzept für den Freizeitpark auf dem Plärrer entsprechend entstanden ist. Die Hygienekonzepte bei diesen dezentralen Fahrgeschäften haben sich bewährt. Diese Standards wurden für den Stadtsommer auf dem Plärrer auch nochmals verschärft und erfüllen alle momentan geltenden Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung. Ich möchte an der Stelle einen Hinweis machen, weil wir auch als, auf unserer Facebook-Seite beziehungsweise auch per E-Mail mehrere Bürgerinnen und Bürgeranfragen bekommen haben, wie es denn sein kann, dass wir in der heutigen Zeit einen Plärrer veranstalten. Der Stadtsommer auf dem Plärrer ist nicht der allseits bekannte und beliebte Plärrer, der normalerweise Ende August, Anfang September stattfindet. Es ist kein Volksfest, sondern es ist ein Vergnügungspark. Er ist eingeschränkt, er ist relativ klein im Verhältnis zu dem, wie normalerweise auch der Plärrer stattfindet. Und er ist auch nur unter strengen Auflagen genehmigt worden. Und diese Auflagen, dazu gehört zum Beispiel, dass es einen Zugang über einen Ein- und Ausgangsbereich gibt, dass der Besucherstrom gelenkt wird. Es werden die Kontaktdaten der Besucher zentral erfasst. Rechnerisch können auf der Fläche maximal 1480 Besucherinnen und Besucher sich bewegen. Es gibt maximal 200 Sitzplätze in dezentralen Gastrobereichen. Es gibt eben keinen zentralen Gastrobereich, vor allem gibt es kein Bierzelt, es gibt auch keine Musik, keine Beschallung oder Ähnliches. Es ist eine reduzierte Anzahl von Fahrgeschäften nur zu verzeichnen, beziehungsweise auch ansonsten nur 10 Süßwarenstände, 14 mal die Gastronomie, das sind eben teilweise auch Imbissstände, 3 Schießstände und 8 sonstige Unterhaltungen. Und es ist jederzeit Security auf dem Gelände, um die Ansammlung von Menschenmassen auch entsprechend aufzulösen und überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen. Und weitere Beschränkungen, egal ob wir jetzt vom Stadtsommer auf dem Plärrer reden oder dann irgendwann über die Duld oder dann irgendwann vielleicht auch über den dezentralen Christkindlesmarkt oder eben auch Absagen, die sind eben jederzeit möglich und es ist eben wie gesagt abhängig vom Infektionsgeschehen. Und trotz aller vorbereitenden Planungen und Maßnahmen kann eben momentan niemand garantieren, ob diese Veranstaltungen auch tatsächlich stattfinden können, beziehungsweise wie sie stattfinden können. Das Entscheidende für uns ist, dass wir uns eben auch überlegen mussten, was wir als Stadt denn tun, um den Infektionsschutz zu gewährleisten, wenn die Fallzahlen auch wieder steigen. Da ist mir einfach wichtig, das zu betonen, dass wir eben angepasst an das jeweilige Infektionsgeschehen reagieren. Das heißt, dass bei der Auswahl der Maßnahmen eben abzuwägen gilt, welche Hygienekonzepte in den vergangenen Wochen gut funktioniert haben, wo Lockerungen temporär vielleicht auch wieder zurückgenommen werden müssen und wie wir sensible Bereiche, das sind vor allem die Risikogruppen, die Familien oder auch unsere Wirtschaft, wie wir also diese sensiblen Bereiche bestmöglich stützen und unterstützen können. Sollten die Zahlen im Stadtgebiet also weiter ansteigen, wovon wir im Moment leider ausgehen müssen, können eben verschiedene an das jeweilige Infektionsgeschehen angepasste Maßnahmen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Es wurde eben, und das habe ich am Anfang ja schon mal erläutert, dass wir eine referatsübergreifende Arbeitsgruppe haben oder Koordinierungsgruppe zur Corona-Pandemie. Und diese Koordinierungsgruppe hat eben einen Maßnahmenkatalog erarbeitet und ich möchte Ihnen ein paar Beispiele nennen, was solche Maßnahmen sein können. Es kann eben zum Beispiel sein die Einführung einer Maskenpflicht an stark besuchten Orten. Es
kann sein, dass es eine Reduzierung der maximalen Personenzahl bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen gibt, dass Veranstaltungen abgesagt oder verboten werden, dass es Alkoholverbote an öffentlichen Plätzen gibt. Das ist eine Maßnahme, die beispielsweise die Stadt München am Gärtnerplatz inzwischen ergriffen hat, dass wir wieder verschärfte Besucherregelungen im Altenheim erlassen, dass wir Einrichtungen schließen. Und das sind eben, wie gesagt, nur ein paar Möglichkeiten in einem ganzen Blumenstrauß von Maßnahmen, die wir dann entsprechend auch abwägen und prüfen werden. Das bedeutet also, dass wir gemeinsam als Stadtgesellschaft nichts gewinnen, wenn wir aufgrund von rücksichtslosem Verhalten einiger weniger Kitas oder Schulen wieder dicht machen müssen oder einen ganzen Lockdown riskieren. Gerade bei Kitas und Schulen ist es mir wichtig, einfach auch nochmal zu betonen, dass wir gerade für die Kinder und Jugendlichen alle miteinander versuchen sollten, möglichst geregelten Tagesablauf wieder sicherstellen zu können. Es war gerade auch für die Kinder und Jugendlichen alles andere als schön, Wochen und Monate lang im Homeschooling zu sein, ohne Freunde, ohne Kontakt nach außen. Und ich glaube, das alleine sollte uns ein Ansporn genug sein, dass man sich an die Maskenpflicht hält und versucht, eben Ansteckungen auch entsprechend zu vermeiden. Die Frage, wann welche Maßnahmen gezogen werden, ist keine Frage, die nur wir als Stadt Augsburg alleine treffen müssen. Es gibt dort ein festgesetztes Verfahren. Die Beschränkungskonzepte würden im Fall des Falles mit der Regierung von Schwaben und dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege abgestimmt. Und wir würden es auch mit den Nachbarlandkreisen abstimmen. Warum? Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wenn wir beispielsweise, und ich möchte noch mal sagen, es ist nicht geplant, es ist nur ein Beispiel, in Augsburg beschließen würden, dass wir zur Eindämmung des Coronavirus den Einzelhandel wieder zurückfahren und nur die versorgungsnotwendigen Geschäfte aufhaben dürfen, in den Nachbarlandkreisen aber alles ganz normal weiterläuft, dann hätte es zur Folge, dass die Augsburger Bevölkerung dann halt ins Augsburger Land oder nach Eichach-Friedberg zum Einkaufen fährt, mit der Folge, dass sich dort dann eben auch Hotspots entwickeln können. Das heißt, da hätten wir alle miteinander in der Region nichts gewonnen und deswegen müssen wir uns auch mit den Nachbarlandkreisen entsprechend abstimmen. Und wie gesagt, das habe ich vorher schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, weil es einfach wichtig ist, dass bei der Auswahl der Maßnahmen eben abzuwägen gilt, welche Erfahrungen wir in den letzten Wochen gesammelt haben, welche Beschränkungen gut funktioniert haben, wo Hygienekonzepte gut funktioniert haben und wie wir eben, wie gesagt, das Ziel, nämlich sensible Bereiche wie Risikogruppen, Wirtschaft, aber vor allem auch die Familien, wie wir die eben auch entsprechend schützen können. Eine Maßnahme, und die werden wir jetzt relativ zügig umsetzen, wird sein, dass unser Ordnungsdienst im ersten Schritt Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz ab sofort strenger ahnden wird. Das konkrete Aussprechen von Bußgeldern für öffentliches Feiern und Grillen, für das Nichteinhalten von Abstand und Maskenpflicht bei Bürgerinnen und Bürgern, aber auch gegenüber Betreibern von Ladengeschäften und Gastronomiebetrieben, auch das Nichteinhalten des Hygienekonzepts. All das sind Themen, die sind in den letzten Wochen, wenn ich sage kulant, dann meine ich nicht Larifari, sondern wirklich in guter Ansprache und wirklich auch mit mehreren Hinweisen entsprechend gehandhabt worden. Ich glaube aber, dass inzwischen jede und jeder weiß, was unsere Regeln auch bedeuten, gerade auch für diejenigen, die beruflich betroffen sind mit Hygienekonzepten und Ähnlichem mehr. Und insofern werden wir jetzt dann auch das entsprechend ein bisschen härter angehen. Das Aussprechen von Bußgeldern dient dabei vor allem eben auch der Sensibilisierung und soll eben dafür sorgen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger eben auch wieder vermehrt an die Regelungen und Vorgaben des Infektionsschutzes halten. Wir wollen aber natürlich auch versuchen, die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen. Ich habe vorher schon darüber gesprochen, dass wir natürlich Medieninformationen machen, dass wir über die sozialen Medien auch informieren. Und wir werden jetzt auch mit neuen Videoformaten versuchen, junge Zielgruppen auch auf das Einhalten der Hygieneregeln oder der AHA-Regeln auch entsprechend zu sensibilisieren. Unser Gesundheitsamt wird, wie gehabt, die letzten Monate
auch weiterhin die aktuellen Infektionsorte und Ketten ermitteln. Das Gesundheitsamt beobachtet die 7-Tage-Inzidenz und das Ausbruchgeschehen. Dort eben, wie gesagt, werden dann auch die Ableitungen dann definiert, wie denn dann auch reagiert werden kann. Weil, wie gesagt, wenn man es gut einordnen kann, woher eine Infektion kommt, dass sie sich nicht weiter verbreitet hat, dass Infektionsketten eingedämmt oder unterbrochen werden konnten, dann ist das einfach eine ganz andere Situation, als wie wenn ein unkontrolliertes Ausbruchgeschehen sich auch irgendwann abzeichnen sollte. Ich möchte jetzt noch abschließend ein paar Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, die mich persönlich, aber auch die städtischen Kanäle erreicht haben, beantworten. Oder das sind sozusagen FAQs, häufig gefragte Fragen, wo ich versuchen möchte, einfach so ein paar Schlagwortantworten auch zu geben, damit man es ein bisschen einordnen kann. Unter anderem wurden wir gefragt, ob denn die hohe Zahl der Infektionen nur dadurch zustande gekommen ist, dass einfach mehr getestet worden ist. Natürlich ist es so, dass aufgrund der Teststrategie auch mehr Infektionen festgestellt werden können. Dazu scheinen laut unserem Gesundheitsamt Reiserückkehrende aktuell aber auch tatsächlich besonders häufig betroffen zu sein, insbesondere eben, wenn sie aus Gebieten mit erhöhten Fallzahlen auch zurückkommen. Über die Anzahl der in Augsburg durchgeführten Tests können wir im Gesundheitsamt keine Meldungen machen, da ja in den verschiedenen Praxen und Einrichtungen getestet wird. Wir wissen also momentan nicht, wie viele Tests wirklich jeden Tag in Augsburg auch durchgeführt werden. Unser Gesundheitsamt eben testet Kontaktpersonen im Testzentrum und dort haben eben die Abstriche in den vergangenen Wochen zugenommen. Also in der KW 34 hatten wir 38 Abstriche und in der KW 30 hatten wir zum Beispiel nur 15. Also daran merkt man schon, wie sich das auch entsprechend nach oben entwickelt. Sobald aber das Testzentrum für alle läuft, also ab Anfang September, können dann eben die Zahlen von Getesteten und die Zahlen von positiv Getesteten in Relation gesetzt werden. Und dann haben wir auch ein besseres Verhältnis dazu, was die vermehrten Testungen mit den entsprechenden positiven Tests, wie das in Verbindung steht. Wir werden gefragt, ob es möglich ist, dass in Augsburg wieder ein totaler Lockdown kommt. Das ist aus unserer Sicht momentan eher unwahrscheinlich. Sobald die Zahlen weiter steigen, müssen Infektionsherde ermittelt und lokalisiert werden und dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, wie ich es gerade gesagt habe. Wir müssen ja auch in dem Fall ja auch immer auf die Verhältnismäßigkeit achten. Wir reden hier auch immer von Einschränkungen, die jeder Einzelne ja auch durch das Grundgesetz garantiert hat. Und insofern ist das Thema Verhältnismäßigkeit hier wirklich ein wichtiges. Da müsste wirklich schon aus meiner heutigen Sicht sehr, sehr viel passieren, dass sowas stattfinden wird. Dann das Testzentrum, ab wann das läuft, das habe ich vorher schon gesagt, dass das ab Anfang oder dass das ja seit 7. März schon in Betrieb ist, aber dass diese Testungen für alle dann entsprechend ab Anfang September möglich sein soll. Dann wurden wir gefragt, ob wir Demos verbieten werden. Das hat die Bundeshauptstadt Berlin gerade gemacht. Die Hürden für die Untersagung einer Demonstration sind sehr, sehr hoch. Und auch in Zeiten wie der heutigen ist es trotzdem ein wesentliches Grundrecht, dass Menschen demonstrieren dürfen und ihre Meinung äußern dürfen. Das heißt, eine Untersagung wäre eine der allerletzten Maßnahmen, die die Stadt Augsburg einsetzen würde, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Wir hatten ja Anfang Mai die Situation einer Demonstration, wo sich nicht besonders viele daran gehalten haben, eine Maske zu tragen, Abstand zu halten. Aber wir haben seitdem die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die für Augsburg Demonstrationen angemeldet haben, auch darauf geachtet haben, dass wirklich die Auflagen wie Maskenpflicht und Abstand auch eingehalten worden sind. Es gibt natürlich noch abgestufte Maßnahmen, also wenn zum Beispiel Demonstrationszüge angemeldet sind, dann kann es sein, dass man sagt, der Demonstrationszug ist nicht möglich, stattdessen soll es eine normale Versammlung geben. Oder eben, wie gesagt, wir können die Auflagen verschärfen, dass man sagt, man muss mehr Ordner pro Teilnehmer dort auch abstellen, damit eben die Ordnung auch entsprechend gewährleistet ist. Aber wie gesagt, wenn Abstandsgebot, Maskenpflicht und eine klare Verantwortlichkeit des Veranstalters auch gegeben ist, dann sehen wir grundsätzlich mal vom Verbot von Demonstrationen ab, weil, wie gesagt, das ist auch eine der wesentlichen Grundrechtsausübungen, die auch durchs Grundgesetz auch geschützt sind. Dann hatten wir noch die Frage, ob denn die Schutzausrüstung wieder knapp wird. Sie alle erinnern sich vielleicht daran,
dass wir ja im März darüber gesprochen haben, dass Mundmasken irgendwann nicht mehr zu haben waren oder dass auch das Desinfektionsmittel in den Apotheken ausverkauft waren, ähnliches mehr. Da sehen wir momentan keinen Flaschenhals. Da haben wir vor allem auch als Stadt gut vorgesorgt. Wir haben ja damals auch zentralen Einkauf gesteuert, wo ja zum Beispiel sich auch Ärzte oder auch Altenpflegeeinrichtungen auch versorgen konnten. Momentan geht es eher um die Frage, welche Laborkapazitäten und vor allem welche Testkits zur Verfügung stehen. Das ist in den letzten Tagen ja auch schon durch den Ticker gelaufen, dass das auch ein bundesweites Thema ist. Auch da sind wir gerade, wie gesagt, in der Klärung, wie es denn da konkret für Augsburg auch aussehen kann. Dann noch ein Thema, das auch letzte Woche schon mal in der Presse zu lesen war, das Thema ÖPNV. Es hat hier ein bisschen die verkürzte Aussage gegeben, dass die Stadtwerke nach wie vor nicht in den 5-Minuten-Takt einsteigen werden. Das möchte ich ein bisschen aufklären. Die Stadtwerke Augsburg werden zu den Hauptverkehrszeiten einen sogenannten dynamischen Takt fahren. Das haben wir in der Corona-Zeit die ganze Zeit gemacht, dass wir eben vor allem in den Hauptlastzeiten, in den Morgenstunden beziehungsweise dann noch zum Feierabendverkehr eben mit entsprechenden Verstärkerfahrten unterwegs sind. Warum? Warum ist dieser dynamische Takt das, was die Stadtwerke fahren möchten? Die Fahrgastzahlen sind nach wie vor deutlich niedriger als vor der Corona-Zeit. Wir liegen bei einer Auslastung, glaube ich, von 50-60%. Und das Fahrplanangebot liegt bei rund 92% gegenüber dem 5-Minuten-Takt von vor der Corona-Zeit. Die Fahrgastströme, die lassen sich kaum steuern. Und wenn wir bei einem starren 5-Minuten-Takt wären, dann würde sich eben keine bessere Verteilung der Fahrgäste auf die Fahrzeuge tatsächlich ergeben. Und so haben wir eben diesen dynamischen Takt mit den Stadtwerken abgestimmt, um eben eine bessere Verteilung der Fahrgäste sicherzustellen, um eben auch mit einer täglichen Beobachtung der Fahrgastströme auch wirklich tagesaktuell reagieren zu können und vor allem durch zusätzliche Verstärker auf Linienästen eben dann auch darauf zu reagieren, dass mehr Menschen auch unterwegs sind. Wir machen das unter anderem auch deswegen, weil wir so unsere 42-Meter-Fahrzeuge mit der größten Kapazität einsetzen können. Das sind die modernen Fahrzeuge, die eben auch eine Belüftung und eine Klimatisierung haben. Würden wir auf den ganz regulären, starren 5-Minuten-Takt zurückfallen, dann müssten auch die alten Straßenbahnen, die GT6 oder die M8C, eingesetzt werden, die zum Teil nicht barrierefrei sind, zum Teil relativ eng sind. Und ich glaube, dass da dann auch die Fahrgastrückmeldungen in Bezug auf Platz und Nicht-Sardinendose entsprechend schwieriger umzusetzen wären. Und ich möchte noch einen Aspekt bringen. Auch bei den Stadtwerken arbeiten Menschen. Und je mehr Menschen dort im Einsatz sind, je mehr Menschen sich dort begegnen, umso größer ist auch dort die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Stadtwerke Kolleginnen und Kollegen gegenseitig anstecken können. Und wenn wir eben auch einen diesen dynamischen Takt fahren, dann ist es eben auch möglich, die Personalkapazitäten so entsprechend einzuplanen, dass wir kein Begegnungspersonal haben, um dann tatsächlich auch permanent den ÖPNV aufrechterhalten zu können, auch wenn es dann eben mal zu einer Infektion innerhalb der Belegschaft der Stadtwerke kommt. Also das vielleicht auch bloß ganz kurz zum Hintergrund, zum Thema, wie geht es eigentlich mit dem ÖPNV weiter. So, und dann noch eine Frage, die sich natürlich jetzt stellt, weil wir allmählich dann in den September rutschen, die Freibäder dann zumachen werden. Und die Frage, die gestellt wird, wie sieht es denn eigentlich mit den Hallenbädern aus? Die Hallenbäder werden alle geöffnet. Für jedes Hallenbad wurde ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet. Die Hallenbäder können auch nur unter Auflagen geöffnet werden und eben auch nur mit einem extrem eingeschränkten Badebetrieb. Die Hallenbäder befinden sich derzeit alle in der jährlichen Revision und werden voraussichtlich ab dem 7.9. schrittweise auch geöffnet. Es wird, wie gesagt, ein eingeschränkter Badebetrieb möglich sein, da eben die zulässige Badegastanzahl anhand der Größe des Bades berechnet wird und
Die Öffnung wird auch noch davon abhängen, was uns die Schulen rückmelden, nämlich ob sie in diesem Jahr, in diesem Schuljahr überhaupt ihren Schwimmunterricht durchführen wollen. Und davon hängt eben auch nochmal ab, wie viel Kapazitäten für die Öffentlichkeit und andere Nutzung auch entsprechend verbleiben. Also da können wir noch keine ganz abschließende Aussage machen, aber sobald wir da eben auch mehr wissen, wie die Schulen reagieren oder was die Schulen auch mit dem Schwimmunterricht machen werden, werden wir auch auf augsburg.de dazu nochmal dann entsprechend aktuell informieren. Das ist nochmal meine große Bitte. Auf augsburg.de finden Sie jederzeit alle aktuellen Informationen rund um das Coronavirus. Das gilt insbesondere auch für Reiserückkehrende, die jetzt aus dem Urlaub kommen. Bitte informieren Sie sich dort, was für Regelungen gelten, wann Sie sich testen lassen müssen, ob Sie in einem Risikogebiet waren, wie das mit der Quarantäne ist und vieles mehr. Das dient einfach der Sicherheit von uns allen. Und wie gesagt, dort gibt es alle notwendigen Informationen. Ich weiß, dass die Welt für uns alle seit mehreren Monaten eine komplett andere ist als vor dem Coronavirus. Und ich weiß auch und verstehe das auch, dass für viele einfach der Wunsch nach der Normalität vor Corona ein ganz großer ist. Mir geht es ja genauso. Ich sehne mich auch danach, mit Bürgerinnen und Bürgern in den Stadtteilen in Kontakt zu kommen, dass man Menschen die Hand nicht geben kann oder dass ich Menschen, die ich mag, nicht umarmen kann. Das fehlt mir genauso wie allen anderen auch. Aber ich möchte es auch ganz deutlich sagen, diese Krise, die trifft nicht irgendwie Einzelne von uns in Augsburg, sondern die trifft uns als Stadtgemeinschaft insgesamt. Und insofern können wir dieser Krise auch nur gemeinsam begegnen. Machen Sie sich bitte alle bewusst, dass jede und jeder Einzelne von uns eben dazu beitragen kann, dass das Virus sich nicht ausbreitet. Ich bitte Sie alle nochmal inständig, die AHA-Regeln einzuhalten, Abstand halten, Hygieneregeln beachten und vor allem die Alltagsmasken zu tragen. Die Alltagsmasken, die heißen auch Mund-Nase-Bedeckung. Und die heißen deswegen Mund-Nase-Bedeckung, weil Mund und Nase bedeckt sein sollen. Es hilft also nichts, wenn Masken unterhalb der Nase hängen oder meistens auch noch auf dem Kinn. Bitte tragen Sie ordnungsgemäß Ihre Masken, weil Sie nur dann auch entsprechend Ihren Zweck erfüllen können. Es ist schwer, aber ich möchte Sie auch darum bitten, dass Sie Kontakte auf das Notwendige beschränken. Bedeutet das vor allem auch Kontakte nur auf den Familien- oder engsten Freundeskreis im privaten Umfeld gelenkt werden sollten und dass vor allem momentan nicht die Zeit für große Partys oder große private Feiern ist. Nur wenn wir eben die Eindämmung des Virus auch weiterhin in den Griff bekommen und wenn wir eben nicht exorbitant über Signal- und Schwellenwert drüber schießen, nur dann schaffen wir es, dass eben Schulen und Kitas geöffnet bleiben können, dass wir auch im Herbst das Gastroangebot in der Innenstadt nutzen können, dass es Veranstaltungen gibt wie den Sommer auf dem Plärrer, eine Duld oder einen Christkindlesmarkt und vieles mehr. Mir ist daran gelegen, so viel Normalität wie möglich in Augsburg stattfinden lassen zu können, aber dafür müssen wir alle miteinander auch an einem Strang ziehen. Geben Sie auf sich Acht, geben Sie auf andere Acht und bleiben Sie vor allem gesund. Und damit darf ich jetzt die Fragerunde eröffnen. Der Sieber hat ein Mikrofon, damit es dann auch entsprechend übertragen werden kann. Wer hat Fragen? Herr Heinzle. Ja, Frau Weber, Sie hatten vorhin das Thema ÖPNV nochmal angesprochen. Da spielt ja der Schulbetrieb, der dann wieder starten soll, auch eine große Rolle, während der Stadt unterwegs ist. Weiß ja, wie eng es mitunter morgens und auch mittags dann in den Bahnen, Bussen zugeht, auch zu ganz normalen Taktzeiten. Gibt es da Überlegungen, wie man das noch entzerren könnte? Macht ja wenig Sinn, in der Schule sehr auf Hygiene zu achten und dann alles eng gedrängt in Busse und Bahnen zu stopfen. Das sind genau diese Verstärkerfahrten, von denen ich vorher gesprochen habe, dass eben in diesen Zeiten, wo man aus Erfahrung weiß, dass viele Menschen unterwegs sind, das ist natürlich gerade vor allem in der Früh, wenn auch viele zur Arbeit fahren, dass da dann eben auch mit den Verstärkerfahrten gearbeitet wird, damit das auch ordnungsgemäß abgewickelt werden kann.
Und noch eine Frage zum Gesundheitsamt, was das Personal angeht. Wie ist man denn momentan in der Lage, tatsächlich diese ganzen Kontaktpersonen und auch Reiserückkehrer, von denen man weiß, zu kontaktieren? Reicht da im Moment die Kapazität oder gerät man da schon an Grenzen? Wir sind gerade dabei, ja eben diese Kapazitäten aufzubauen. Es ist schon aufgebaut worden. Die nicht besetzten Stellen sind gerade in der Besetzung. Heute Nachmittag im Ferien- und Hauptausschuss werden nochmal zusätzliche Stellen beschlossen. Wie gesagt, auch städtisches normales Verwaltungskernpersonal wird momentan eben geschult, um dort eben dann auch entsprechend unter die Arme greifen zu können. Das ist ein ähnliches Konzept, Herr Heinze, wenn Sie sich erinnern, wie während der Flüchtlingskrise, wo wir ja auch da gesagt haben, es wird aus der Kernverwaltung für diese Hochzeit der Krise eben Personal abgestellt, um dann eben auch gut agieren zu können. Und dann, was ja zuletzt ein Thema war, das Nachtleben, auch Maxstraße, dieser Bereich vor allem. Wie schätzen Sie da momentan die Situation ein? Muss man da nochmal an den Regeln drehen oder läuft das aus Ihrer Sicht gut so im Moment? Ich habe letzte Woche mit der Polizei ein Gespräch gehabt, die für mich da auch immer ein guter Indikator sind, wie die Situation eingeschätzt wird. Und von insbesondere der PI Mitte wird mir signalisiert, dass das gut läuft. Ich war selber ein paar Mal vor Ort und habe mir das angeschaut. Ich glaube, dass die Sperrung der Maxstraße an Freitag und Samstag, aber auch die Sperrung der Ludwigstraße eine gute Art und Weise war, wie man eben mehr Platz geschafft hat. Und ich finde, dass das gut angenommen wird und gerade eben in Kombination damit, dass die Außenbewirtung bis 1 Uhr nachts fortgesetzt wird, das To-Go-Verbot aber bis um 24 Uhr nur gehen darf, ist es, glaube ich, ein stimmiges Gesamtkonzept. Aber das ist Aussage heute. Und da müssen wir sicher uns auch Gedanken drüber machen, wie das denn in dem Herbst gehen wird. Der Ordnungsreferent Frank Pinsch hat diese Woche eine Runde gehabt mit den Gastronomiebetrieben, um genau darüber zu diskutieren, wir kommen jetzt in den Herbst, wie geht es eigentlich weiter, wie können wir dann auch trotzdem Konzepte entwickeln, dass die Gastronomie ihre Angebote auch während der kälteren Jahreszeit dann aufrechterhalten kann. Und da sind wir bereits dabei, vorzudenken, wie das dann umgesetzt werden kann. Gibt es weitere Fragen? Frau Weber, gestern hatten Sie ein Gespräch mit dem Herrn Ministerpräsidenten. Nochmal, was waren so die wichtigsten Punkte? Gab es auch Meinungsverschiedenheiten, weil die Städte anders aufgestellt sind, der Herr Söder was anderes will? Wie war das Gespräch? Nein, das war ein sehr konstruktives Gespräch, weil der Ministerpräsident bei den großen bayerischen Städten, also das waren München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg und Bamberg, mit in der Telefonschalte einfach wissen wollte, wie momentan die Situation ist, wo wir aus kommunaler Sicht sagen, da gibt es Lücken oder da bräuchten wir Hinweise, wie man damit umgehen kann oder umgehen soll. Er wollte einfach auch nochmal ein Bild haben, wie die verschiedenen Maßnahmen in den Städten gegriffen haben. Und da muss man ganz deutlich sagen, jede Stadt hat ihre eigenen Herausforderungen. So beispielsweise der Kollege aus Würzburg, der Christian Schuchert, hat berichtet, die haben ja die Mainbrücke, wo die Leute sich ja gerne mit einem Viertel Frankenwein treffen. Und hat er gesagt, das kann er nicht sperren, weil ansonsten hat er beispielsweise dann die Verlagerung natürlich auch an die Mainufer. Und so hat halt jede Stadt so ihre eigenen Eigenheiten, wo man halt wirklich auch ortsspezifisch schauen muss. Aber zum Beispiel die Frage, was ist mit Veranstaltungen? Was ist mit der Clubkultur, mit unserer Bargastronomie? Oder die Frage auch, reichen die Rechts oder was ist mit den Rechtsgrundlagen? Wie geht man auch tatsächlich um mit dem Infektionsschutz, damit man vor Ort was umsetzen kann? Das sind alles Themen, die uns als Städte alle umtreiben. Und das war gestern in der Telefonkonferenz einfach die Möglichkeit, auch nochmal mit der Staatsregierung in Austausch zu sein, wo wir da Themen sehen, die geregelt werden müssen. Darf ich noch eine Anschlussfrage? Ja. Wir hatten gestern den Wert 34,6 pro 100.000. Ist das jetzt, wir hatten so ein bisschen im Gespräch das Gefühl, jetzt könnte es eng werden, jetzt könnten wieder Lockerungen zurückgehen. Sie haben jetzt gerade irgendwie davon gesprochen, das wird eher in Absprache mit den anderen Landkreisen erfolgen. Da muss wirklich viel passieren. Nehmen Sie wirklich gerade ein bisschen die Sorge raus oder könnte das nächste Woche mit einer neuen PK schon wieder ganz anders aussehen? Ich nehme die Sorge nicht raus,
Wie es hatte ich vorher auch gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wir in den nächsten Tagen diesen Signalwert von 35 übersteigen werden. Das ist auch ein Grund, warum wir heute diese Pressekonferenz machen, um schon mal zu sensibilisieren, dass wir als Stadt Augsburg natürlich dann auch überlegen müssen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Aber die Sorge kann ich nicht rausnehmen. Wie gesagt, momentan können wir die Infektionsherde, die Infektionsverbreitung, die Kontaktpersonen, die Unterbrechung der Infektionsketten gut darlegen. Das funktioniert momentan sehr gut, aber das kann ganz schnell vorbei sein, wenn jemand dabei ist, der unvorsichtig ist oder der sagt, ist doch alles ein Schmarrn oder sonst irgendwas. Dann können wir relativ schnell eine hohe Infektionszahl auch generieren. Das war's. Keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag. Vielen Dank.